Ja, hallo Freunde, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Geschwindigkeit eures Netzwerkes messen könnt. Und zwar werden wir dafür ein Programm benutzen, ein kleines kostenloses Tool, iPerf. Das ist ziemlich präzise, ja, ist auf jeden Fall viel besser präziser, als wenn man, ich weiß nicht, größere Datenmenge hin und her kopiert. Das Tool könnt ihr euch einfach aus dem Internet herunterladen. Das findet ihr beispielsweise hier. Das ist jetzt die offizielle Website hier, iperf.fr, ja. Einfach hier in den Download-Bereich gehen und hier haben wir einmal für Windows hier einmal die 64-Bit-Version, 32-Bit. Das gibt es auch für Android, Apple und Linux. Ich werde jetzt einfach mal hier die 32-Bit-Version mir herunterladen. Aktuell 3.1.3. Ja, das werde ich mir einfach mal hier auf dem Desktop vielleicht am besten, wo war das jetzt hier, speichern. Ist eine kleine Datei hier, ist schon durch. Ja, hier, das ist eine kleine ZIP-Datei, das packen wir erstmal hier aus und ja, öffnen den Ordner hier, das sind jetzt hier, das ist die kleine, die Excel-Datei hier. Wichtig vielleicht noch an der Stelle, wir brauchen dafür natürlich zwei Rechner, ja. Das ist eine, ja, Client-Server-Anwendung. Ja, also zwei Rechner, wo iPerf drauf läuft, und zwar einmal als Server und einmal als Client. Und das Tool hat keine grafische Oberfläche, das ist ja über die Kommandozeile zu bedienen, ist aber ja recht einfach, wie wir gleich sehen werden. Wir werden hier einfach mal ein ganz einfaches Beispiel machen. Hier in den Folder brauchen wir hier eine Kommandozeile, wie gesagt, einfach auf und in den Ordner hier mit der gedrückten Shift-Taste und rechte Maustaste hier Eingaben, Aufforderung hier öffnen. Ja, dann sind wir direkt hier an der richtigen Stelle. Das ist jetzt hier mein Client und als Server habe ich jetzt hier vorbereitet, schon heruntergeladen auf eine andere Maschine hier. Das ist jetzt hier eine virtuelle Maschine hier. Soll jetzt aber ja nur dazu dienen, jetzt nur einfach als ein kleines Beispiel. So, auf der zweiten Maschine machen wir hier einmal das Gleiche. Wir rufen uns hier die Eingabeaufforderung auf hier. Und die Kommandozeile und starten mit iPerf Leerzeichen minus S für Server, ja. Das wird jetzt unser Server sozusagen. Hier werden wir nochmal, das ist wahrscheinlich beim ersten Mal, wenn man das startet, von den Windows Firewall hier nochmal gefragt, ob wir das zulassen möchten. Der Zugriff, ja, das möchten wir. Okay. Und schon sehen wir hier, dass der Server läuft, hier der iPerf. Und zwar, ja, lauscht auf dem Standardport von iPerf hier 5201. Jetzt vielleicht lassen wir das einfach mal hier parallel laufen, damit wir kurz sehen, was alles passiert. Und hier auf dem, ja, auf dem Rechner, wo starten wir, auf dem Client sozusagen, machen wir das gleiche. iPerf 3 Leerzeichen minus C für Client und dann nochmal ein Leerzeichen und da brauchen wir direkt die IP-Adresse des Servers einzugeben. Das ist in meinem Fall hier die 12, ja. Und einfach Enter. Und wenn das läuft, irgendwie scheint das jetzt zu hängen hier. Ich guck mal ganz kurz hier, haben wir hier noch irgendwas? Haben wir nicht. Okay, ich unterbreche das mal. Irgendwas, das sollte eigentlich direkt los. Ich starte jetzt hier nochmal den Server einfach. Und hier gebe nochmal das gleiche Befehl hier. Irgendwas hängt hier im Hintergrund. Okay. Das ist jetzt wahrscheinlich wegen. So, hier ist alles richtig. Server läuft auf dem Port. Der versucht sich jetzt, wenn wir jetzt hier IPv3 minus C Client IP-Adresse sollte stimmen.
Ah, jetzt hat er. So, jetzt hat er sich verbunden mit dem Server hier. Es werden jetzt einfach Datenpakete generiert und über das Netzwerk hier an den Server versendet und da wird einfach die Geschwindigkeit gemessen. Der hier Standard Default Time ist hier 10 Sekunden eingestellt. Man kann das auch ja, höher einstellen. Also das bedeutet, innerhalb von 10 Sekunden werden so viele Datenpakete wie möglich generiert und hier übers Netzwerk versendet an den Server. Wir sehen hier 11,4 MB und mit einer Geschwindigkeit von 95,5 Mbit per Second. Vielleicht nochmal ein Tipp dazu. Es gibt natürlich ein paar Optionen mehr. Man kann das mit minus minus, also IPv3 Leerzeichen minus minus help aufrufen und hier hat man nochmal ein paar Sachen mehr, kann man testen, spielen. Ja, wie man möchte, hier Time ändern. Genau, hier sieht man die Default Time ist in 10 Sekunden. Man kann auf 20 oder 30 erhöhen, wie man, je nachdem. Port kann man ändern und so weiter. Ja, das war's eigentlich auch. UDP hier kann man benutzen, das UDP-Protokoll, das wird jetzt hier standardmäßig TCP benutzt. Ja, das war es eigentlich auch schon alles. Ganz kurz jetzt nur ein einfaches Beispiel. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like oder Abo freue ich mich natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal.